Willkommen zu einer neuen Folge Kirby Star Allies. Wir sind im Weltall, im fernen All, um genau zu sein. Und ja, Helden im fernen All steht da oben links, falls ihr es noch nicht erkannt habt. Und ja, wir fangen an mit Planet Oceanu. Mal sehen, was uns dort erwartet. Ich denke mal, das wird ein reiner Unterwasserplanet sein, wo wir jedes Level unter Wasser machen müssen. Ich habe mir... Oh, komm, hier, komm, komm. Oh, nee, komm, hier. Komm, wir sind lieber Silberschwert, Kirby. Ich habe mir noch DDD dazu geholt, jetzt zur Verstärkung. Okay, was geht jetzt hier? Tauchen. Ich will den Stern. Komm, wir bleiben jetzt mal. Ich will den Stern da ran. Wie er mit dem Schwert in der Hand versucht zu schwimmen. Zum Glück habe ich DDD dabei. Dann wird gleich auch in die Tür reingedrückt. Also keine Chance, noch irgendwas auszuweichen. Schrecklich. Okay, da ist ein Stern. Da ist ein Stern. Da ist eine Banane. Zu Fuß gehen hier, keine Frage. Wo bist du? Komm, gib mir Blitz. Gib mir Blitz. Da haben wir unseren Freund Steffen wieder dabei. Wo ist denn hin? Die Kombo. Guck mal, Bonkers sind schon ganz cool aus. Willkommen an Bord, Bonkers. Oh, warte mal, DDD ist ja auch Hammer. Ach man, da hätte ich Bunkers gar nicht gebraucht. So, los Leute, mit rein hier. Guck mal, unter was habe ich ein normales Schwert? Also funktioniert das mit dem Blizzard-Schwert ja gar nicht. Blizzard, Blitzschwert. Geht uns nicht rein. Was haben wir hier? Sieht nach einer Freundesbrücke aus. Okay. Der muss von unten nach ganz oben. Warte mal, jetzt erst muss der Rote doch hin, ne? Das ist knibbelig. Okay, doch nicht so schwer wie gedacht. So, jetzt mach mal die Türchen auch da. Also, man muss schon ein bisschen überlegen, aber so schwer ist, wirkt es jetzt auch nicht. Er ist jetzt auch gewohnt, nicht? Frechheit. Da erlaubt sich DDD was. Aber wir haben schon mal das große Puzzleteil, das ist schon mal viel wert.
Okay, wir treiben hier mal lang. Wir treiben da lang. Kriegt er einen Schlag ins Gesicht. Oh. Warte, müssen wir hier mal kurz abbiegen. Oh, wie geht das schon wieder los? Auf den Schalter wieder. Leute, wir müssen hier rüber. So, das war ein bisschen Zickzack hier. Und die nächste Runde wird noch ein bisschen. Wir schon einmal eine Runde. Vielleicht hat er mal ein Puzzleteil. Bei sowas ist irgendwie immer irgendwas verstanden. Komm, 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 komm. Boah, ich wollte nicht noch eine Runde schon. Also die Computer sind heute so ein bisschen kopflos, hätte ich beinahe gesagt. So, wie soll das hier wieder funktionieren? Komm. Ach, warte mal, wahrscheinlich. Einmal den Korb mit so, ne? Nein, ich wollte ihn doch haben. Ich wollte ihn doch haben als Freund. Warum habt ihr den jetzt gerade umgenietet? Dafür drücke ich jetzt den Knopf. Habt ihr jetzt davon? Ach, guck mal, wie glücklich er aussieht. Zusatzabschnitt freigeschaltet. Ja, diesen kleinen Mond. So. Den packen wir weg, wir packen Bonkers weg. Wir haben schon einen mit dem Hammer. Weißt du, da ist ja schon so ein Typ, der sich wegbeamen kann und teleportieren kann und dann sowas. Also, im Sinne von. Das ist ja nicht übermächtig hier an den zu machen. Elektroangriff ist irgendwie. So, was ist dort? Dieser Teil mit dem und zack runter. Setz noch rein. Okay, es geht schon wieder so im Kreis. Okay, das war's auch schon. So. War eigentlich echt lustig gemacht. Aber vieles vorher zu sehen. Zusatzplanet Alpha. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ist den da oben oder? Ach komm, wir machen den Zusatzplanet Alpha. Gucken wir mal, was uns dort erwartet. Okay, ich denke mal, irgendwas wird laut, weil sonst würde nicht dieser Tipp kommen. Geht schon ein Tor, das ist schon
Skurril. Ach, wie geil ist das denn? Das soll so ungefähr die Jahreszeitenwechsel darstellen. Wie geil. Komm, komm, wir müssen da hin. Oder auch nicht. Komm, wir gehen einfach nochmal durch. Dann müssen wir jetzt theoretisch ja im Frühling wieder rauskommen. Im Sommer. Okay, also es gibt mehrere, noch mehr als nur zwei. Das ist jetzt interessant. Und da ist Schlaf. Ich mag den Schlaf. Also eigentlich bräuchten wir nochmal Feuer. Und Eis. Dann wäre ich glücklich, wenn wir nochmal Feuer und Eis hätten. Nichts, dass wir hier irgendwas übersehen. Was vielleicht hätte wichtig sein können. Aber anscheinend war es auch eine gute Idee, mal wieder zuzugehen. Na, hier kommen wir wieder nicht weiter. Okay. Elektrizität unter Wasser. Das heißt, wir müssen irgendwo wieder was runterhauen. Und das Wasser weg ist. Oh, das ist jetzt so ein Nobelrätsel-Level. Das sehe ich jetzt schon kommen mit den ganzen Rätseln. In irgendeiner Jahreszeit ist das wahrscheinlich nicht da. Also entweder Herbst. Oder sonst. So. Er ist ja Elektro. Er hat den Hammer. Ach, Psycho muss leider warten. Danke. Ich muss hier das auch machen. Ja. Ach, das hat eine Tür freigegeben. Gehen wir nochmal rein. Wie viel Leben wir haben. Ich hatte noch nie in einem Kirby-Spiel so viele Leben wie in diesem. Unnormal. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Hier war aus ein schlafender Bär. Gucken wir mal, wie es morgens tagsüber aussieht. Da ist frei. Aber ist er jetzt seit. Ist er jetzt seit keinem frei? Ne, natürlich nicht. Aber wir kriegen den auch nicht aktiviert. Wasser. Ja, ist richtig. Das war auch das, was ich wollte. Ja, nein. Was tut er mir an? Ich hasse sowas. Das ist so Herzkasper hier gerade. Ich hasse sowas. Okay, wir sind anscheinend schon auf dem zweiten Knobelpart. Nein, weg mit dir. Weg mit dir. Aber Leute, ich mag den Kopf. Die Attacken sieht auch mal irgendwie aus. Das ist interessant. Nein! Holt mich aus der Pfanne raus. Das ist meine Leode aus der Pfanne. Wieso habe ich jetzt...
dann haben wir halt Kawasaki dabei. Kochtopf-Party. Läuft. Richtig gut. Ach, das war das Level schon? Was haben wir denn hier mit dem? Gibt's überhaupt einen Schalter? Oder nur ein großes Puzzleteil? Okay, springen wir mal. Auch ganz knapp. Sieht so ganz stark nach. Ja, oder auch nicht. Dachte jetzt so an Smash Bros. Bild, aber das war es anscheinend nicht. Okay, es gab nur ein großes Puzzleteil. Gott sei Dank. Haben wir das jetzt auch hinter uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo. Ich freue mich jedenfalls über beides und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter im All umher. Bis denn.